So, wir nehmen ihn wieder auf und hoffen, dass es besser ist. Wissen das aber noch nicht. Ich habe mal was probiert. Ich hoffe einfach, es ist besser. Ich habe nämlich gerade eben aufgenommen ohne Team 4 und da ging es einwandfrei. Und jetzt spielen wir über Präsentation und... Huch! Was war das denn? Bin ich da gerade durchgefahren? Ist das so? Anscheinend ist das so gedacht. Es ist wunderbar im Moment. Es leckt überhaupt nicht, übrigens. Wollte ich nur mal kurz gesagt haben. Jetzt leckt es bei mir überhaupt nicht. Also noch weniger. Und ihr seht jetzt, ihr seht jetzt nämlich nur, das wusste ich gar nicht, das kann man jetzt einstellen bei TeamViewer, ihr seht jetzt nur das Fenster Zetsnes. Sonst nichts. Du wirst lachen, das kann ich vielleicht auch einstellen, was ich sehen will. Das ist... Du kannst jetzt einstellen, du kannst jetzt abstellen, dass du kannst jetzt wohl, aber doch nicht bei mir, oder? Du kannst jetzt einstellen, dass du plötzlich meinen Desktop siehst, obwohl ich das gar nicht möchte? Soll ich mal ausprobieren? Probier's mal aus, von mir aus, aber nicht, dass es dann hier kaputt geht. Achso, also über Meeting geht's nicht mehr, da gibt's keine Auswahl. Ah, haha, siehst du? Kann ich überhaupt nichts mehr machen. Genau, über Meeting kannst du nämlich gar nichts mehr machen. Das ist also auch das ganz genau das Richtige, wenn ich einen Zünni hier drin habe. Aber jetzt nur noch ein Meeting. Also eben habe ich mich über TeamViewer aufgeregt und jetzt muss ich aber sagen, das ist dann eine schöne Veränderung hier im Meeting. So. Und jetzt leckt es auch wirklich überhaupt nicht mehr. Das lag wirklich an TeamViewer. Schön. Ich hätte hier ganz gerne einen P-Switch. Huch! Jetzt, wo du es sagst, leckt es bei mir. Ja, was? Was ist das denn? Ach, ein On-Off-Switch. Okay. Huch! Hier immer die Blöcke sind. Alles per Zufall. Was kann er machen? Da ist einer! Und ich hab. Habe ich den jetzt falsch rumgedrückt? Hm. Nochmal rüber. Und nochmal hoch. Hopsi, hopsi. Zurückdrücken. Nee, auch nicht besser. Ich hab ne Feder, ich Knalltüte. Ich kann da hochfliegen, wenn ich schnell genug irgendwo wäre. Hier kann ich Anlauf nehmen. Wenn man es kann schon. Wie wären das eigentlich gedacht gewesen? Keine Ahnung, ich glaube genauso. Was? Wozu dann der On-Off-Switch? Keine Ahnung. Wenn es jetzt ein Zünni-Level wäre, würde ich erwarten, dass ich hier gleich mit allen Bären diesen blöden Yoshi-Glitch machen soll, dass das Ziel dann oben drin ist oder so. Aber das ist zum Glück kein Zünile. Danke für die zweite Feder! Hilf! Hilfe! 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 Oh, lass mich! Okay, das war schon. Es ist viel zu schnell. Ja. Viel zu einfach. Jetzt stoppt schon wieder, ne? Vorne ist flüssiger gelaufen. Das kann ja nicht sein. Es kann ja nicht sein, dass es bei dir vor allem flüssiger läuft als bei mir. Also vorhin war es eine Katastrophe. Also es tut mir an der Stelle auch wirklich leid. Der 7-Minuten-Part war der schlimmste. Zum Glück ist er auch nur so kurz. Zum Glück habe ich da beendet. Das war wirklich gut. Der ist jetzt halt einfach schlecht. Von der Qualität her kann ich nicht mehr ändern. Ist halt schon aufgenommen. Immer dieses Selbstlob. Das ist kein Selbstlob. Das ist eher Selbstkritik, huch. Das ist auch nicht gut. Selbstkritik ist schon in Ordnung, solange man es nicht übertreibt. Ah! Gemein. Tut voll weh. War es eigentlich ein Secret Exit Level? Ach ja. Oh Gott, wo ist denn da der zweite? Naja, wir werden schon finden. Man sieht es ja nicht. Okay.
Blume, Feder. Ich hab schon zwei Federn, reicht. Ah! Um dich. Achso, um weiterzulaufen, beweg alle. Zerstöre alle Gegner auf dem Bildschirm. Es gibt 3 Kampfarenen, also sei vorbereitet. Aua! Einfach drehen, einfach drehen, einfach drehen. Ey! Du bist da vorbereitet. Einfach drehen! Drehen! Jetzt bei mach doch! Disco-Kugel funktioniert das. Ach so, ich dachte, das geht. Drehen! 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 Oh. So, stirbt. Nein! So. Ah, muss ich ihn auch noch? Ja, steht doch da. Ah. Weiter. Wie wär's, wenn du nach rechts gehst? Ja, das ist ja jetzt viel einfacher. Und hier oben, wenn ich jetzt den P-Dings gedrückt hätte, wären wahrscheinlich Blöcke oder... Ach nee, ach so, ich verstehe. Ja, ja, der ändert die um. Hm. Alles klar. Ja, genau. Der ändert einfach nur, wenn ich die Gegner zerstöre. Das ist cool, ändert der die P-Dinger. Und hier sind die dann runtergefallen und ansonsten waren die davor noch nicht da. Das ist cool gemacht. Der Kerl ist schon mal weg. Und ab geht die Post. Ach, guck mal, der zählt ihn schon als besiegt. Dabei war er jetzt erst weg. Schön. Hast du das Level jetzt ausgekriegt? Ganz böse. Offensichtlich. Yay! Alles klar, das war der normale Exit. Der hat aber einen Secret Exit. Ach nee, weiß ich ja gar nicht. Das ist doch gar nicht. Das hat jetzt einen. Dann hat der keinen Secret Exit. Dann ist gut. Oh ja, geile Musik. Welche? Super Mario RPG Forest Dingens. Ach so, kenn ich nicht. Verzeihung. Was, Verzeihung? Weil ich gesummt habe. Aber ich muss bei dem Lied mitsummen, das ist so schön. Huch. Oh, ist gar nichts drin. Nach. Ich weiß gerade nicht, wie es genau heißt, aber irgendwas mit Forest. Oh Gott. Das ist eigentlich ewig. Huch. Okay, Reset Pipe. Das ist eigentlich ewig bekannt. Das ist aus dem. Da ja schon gesagt, Super Mario RPG. Okay. Ich kenne das Spiel an sich überhaupt nicht, Super Mario RPG, aber dieses Lied, das kennt man irgendwie. Irgendwie werde ich gerade richtig müde. Schon wieder. Seid schon wieder, immer noch. Weil ich schon wieder rede. Hm. Ja. Du hast es erfasst. Ja. Pech. Ja, toll. Achso, nee. Komm, schieb's einfach an. Yay. Yay, schneller. Ah. Gar nicht, was da hinten ist. Und hier runter, jawohl. Hast du gut gemacht. Geil. Was soll der Scheiß denn? Wieso kann ich da nicht durch? Oh Gott. Eine Röhre ist verkleidet als eine Doppelröhre. Versteckt irgendwo. Wir dachten, Mario würde sie nicht. Würde. Was? Würde sein. Würde ihr Geheimnis nicht erkennen, bis es ein. Irgendwas ihm erzählt. Okay. Was will ich jetzt hier mit dem Scheiß? Hä? Ist da eine Wand? Kann das eine Wand, sonst ist die mehr. Oh, das ist auch schon ein Begriff. Nachdem du dreimal dagegen gesprungen bist, ob das eine Wand ist, oder wie? Was ist denn der Scheiß jetzt? Also eine Röhre ist eine Doppelröhre, aber welche, das weiß man noch nicht so genau. Oh, da oben wäre ich ja auch mal cool. Da oben wäre ja auch mal cool reinzukommen. Kann ich hier vielleicht? Nö. Hui! Na komm, das krieg ich doch wohin. Oh, du musst du Peace, 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 Stamp machen.
Könnte man machen, aber ich komme auch so hoch. So, und was bringt mir das jetzt? Super. Du wolltest doch da mit uns rein. Super. Es ist zwar schön und so, aber letztendlich gebracht hat es mir auch nicht wirklich. Du gibst dich mit überhaupt nichts zufrieden. Zeug. Nee, gerade nicht. Okay, aber hatte das nicht sogar einen Secret Exit? Das heißt, ich habe sowohl das eine als auch das andere noch nicht gefunden. Richtig. Ja, ist ja mal saugeil. So, warte, hier unten könnte was sein. Ah! B! Ah, was? Jetzt bin ich da oben. Och, nee! Ah, jetzt krieg ich eine Feder. Ja, die hättest du vorhin auch schon bekommen. Okay. Ja, ja, schon, aber das war vorhin war mir noch nicht klar, dass da eine Feder. Alter, reden! Bis vorhin war mir noch nicht klar, dass hier eine Feder rauskommt. Jetzt kann ich hier rüberfliegen. Nein. Mist! Ich kann aber unten durchfliegen. Genau. Oh, verdammt. Naja, das hat nicht so gut funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Nice try. Okay. Jetzt war ich so froh und habe gedacht, ich schaff's und dann komme ich dahin, wo ich mich davor hingeglitscht habe, wo ich also so gar nicht hin sollte, wie ich vorhin hin bin. Mist. Aber das ist ja schon mal... Aua. Das ist ja schon mal aber. Das ist ja schon mal ein Fortschritt gewesen. Du weißt, ah, du die habe ich noch gar nicht. Genau, hier war ich auch noch gar nicht. Komm. Warst du nicht. Mach mal hier kaputt. Also hier war. Oh, ach so. Hat er dir links hochgekonnt? Och nö, jetzt ist ein Yoshi drin. Was zur Hölle? Ich habe das ganze Level nicht richtig gemacht. Kaputt gemacht. Ist hier eine Pflanze drin? Och nö. Ach Mensch, wie ich alles verpasst habe. Oh, und alle, die es wissen, die sagen wieder, hey, Mann, musst du hier und machst und musst du da und ist doch ganz einfach und ich sehe es einfach nicht, weil ich doof bin. Gib mir die Blume, danke. Geh kaputt, stirb. Endlich, jetzt, hallo. Danke. Und dann gehen wir hier durch, mein Gott. Ah, das sieht doch schon wesentlich schöner aus. Dann leicht auch wesentlich mehr. Also bei mir leckt's überhaupt nicht mehr. Bei mir viel mehr. Ja, das ist natürlich blöd. Bei mir läuft es jetzt eigentlich auch blöd. Aber besser als wenn es bei mir leckt, so leid's mir tut. Hallo? Shell. Daneben nicht. Ja, ich will aber da. Muss an die Blöcke da bestimmt ran. Ach, Mann. Nein! Nein. Alter, hey, das kann man sich doch nicht ansehen. Ah, das war ein guter Save. Ein richtig guter Save. Das ist schon schwer, gell? Da runter zu gehen, ohne zu sterben. Oh, ist gar nichts Nützliches drin. Ach, jetzt. Was ist das? Mein Gott. Ja! Ich habe gerade übrigens meinen P-Switch verloren. Ich glaube, ich sollte den hoffentlich nicht mehr mitnehmen. So, stirbt. Stirbt. Ah, oh, da war eine Röhre. Ja. Ich hole mir jetzt erstmal die Wolke hier. Das kann ja mal. Ist jetzt immer. Ach, Mann, jetzt. So, gebe mir doch endlich mal einer diese blöde Wolke. Scheiß. Ich sie benutze. Na toll. Jetzt! Lass mich auf! Mann! Ah! Das ist doch wohl nicht wahr. Daneben nicht. So, was ist hier? Nichts. Und was ist hier? Nichts! Was ist Mann? Was soll die Scheiße? Der trollt mich ja nur noch.
gib mir die Wolke jetzt. Nein. Gib mir die Wolke jetzt. Ah. Nein, du breakst es nicht. Du machst es so, wie es gedacht ist. Das ist kein Break, wenn ich nach oben flieg. Weil hier Sachen sind. nein. Nein, ich brauch... Das ist ja wohl nicht wahr. Ich krieg doch nicht hier, ich krieg doch hier keinen Yoshi. Ich muss den, hätte den mitnehmen. Was? Wie soll ich mit dem Yoshi da hochkommen? Das geht doch gar nicht. Hä? Was? So. Zack. Ja, zack, du sollst es nicht breaken. Ja, ja, ich break's ja nicht. Es war gerade gebreakt. Ich hol's ja noch nach. Ich wollte jetzt aber erstmal raus. So eine Scheiße. Und hier ist das andere Ziel. Oh Gott, wie komme ich... Alter. Ich hol's schon noch nach. Ich mach das schon noch richtig. Keine Sorge. Du hast es doch gerade schon gebreakt. Hä? Du bist mit der Wolke da durchgeflogen. Ja, ich mach das schon noch, wie es gedacht war. Wahnsinn. Na, weil ich wissen will, wie das geht. Du warst denn gedacht? Ja, keine Ahnung. So wie? So auf jeden Fall nicht, wie ich es gerade gemacht habe. Das war die Nerf-World-Variante. Wie komme ich denn mit dem Yoshi da bitte hoch? Ja, du hast vorhin ganz viele Fehler. Ach nee! Oh, Mann, ich will ihn nehmen. Die hole ich mir jetzt aber anders, die Feder. Nicht mit dem, nicht mit dem P-Switch durch die Röhre, sondern einfach mit dem Yoshi da hoch und fertig. Weil der kommt ja eh wieder. So nämlich. Zack. Und durch und Feder. Oh mein Gott. Blume und Yoshi holen wieder mal. Was will ich mit diesem... Alter. Alter, wie ich noch nicht reif, was ich mit dem P-Switch will. Du nimmst ihn dann immer mit. Was? Warum nimmst du ihn dann immer mit? Weil ich gucken will, was ich mit dem machen kann. Ach, Conan, mit dem P-Switch kommst du eigentlich darauf. Mehr ist mit dem nicht gedacht. Nein. Und wie komme ich dann am Anfang an das, an den... Nein! Ja. Was denn? Jetzt zählt der als geholt oder was? Wo steht denn der jetzt rum? Der ist weg. Du kannst den Yoshi nur einmal holen. Kann er nicht wahr sein? Steht jetzt nicht da, wo er sein sollte. Nein, der ist nicht mehr da. Ich bin noch durch die Röhre, der muss doch wieder kommen. Nein, Yoshi bleibt trotzdem weg. Seit wann sind... Schon immer, das ist sogar auf dem Original, der ist irgendwie so. Steht der echt jetzt nicht da oben? Den hätte ich ja gesehen, dann wäre ja blind, wenn ich den nicht sehen würde. Ach mein Gott, dann gehen wir eben raus. Mist. Nein, ja, stopp! Ich nehme jetzt erst den P-Switch zum Anfang mit. Und guck da nochmal. Was willst du jetzt mit dem Scheiß hier? Ich will gucken, ob hier irgendwas passiert. Nichts, was soll da passieren? Ja, keine Ahnung. Eine Tür oder irgendeine Scheiße. Nö. Nee. Okay, raus. Mist. Conan on Rage. Und wir könnten eigentlich langsam mal wieder ein neues Video machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und sage tschüss. Bye.